Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, bei mir war es jetzt um 8:45. Erstmal ganz großes Dank an alle, die meinen Kanal abonniert haben. Und für die, die auch regelmäßig zuschauen. Ja, mich wurmt seit einigen Tagen so ein bestimmtes Thema, was das Thema Urbexen betrifft. Ja. Ihr wisst ja alle, dass ich das aus Hobby mache. Habe ich schon immer wieder erwähnt. Eigentlich in jedem Video erwähne ich irgendwas, damit man immer daran erinnert wird, welche Art Urbexer ich bin. Ich gehöre zu den Urbexern, die das schon in den 90ern angefangen haben, weil da ging das mich damals los, war halt bloß nicht bekannt und da gab es auch nicht das Wort Urban Exploration. Ja, das waren einfach Leute, die mit Kamera losgezogen sind und in verlassene Häuser reingegangen sind, ihre Bilder gemacht haben und dann abgezogen sind. Wie gesagt, das war damals nicht so bekannt, da gab es eine kleine Szene. Die Szene war auch eigentlich ganz cool gewesen. Ich war eigentlich nur so ein Mitläufer mit meinem Bruder, weil mein Bruder, der hat mich damals überall mit hingeschlürft, weil ich war damals halt noch ziemlich jung. Aber das hat mich halt durch ihn sehr geprägt, dass ich das auch später weitergemacht habe und halt vor kurzem oder jetzt vor einigen Jahren damit angefangen habe, auch die Kamera mitzunehmen. Wie gesagt, ich habe es ja schon so oft erwähnt, das Ding mit YouTube und Videos, das ist eigentlich auf dem Mist von Bekannten gewachsen, weil die haben halt gesagt, nimm eine Kamera mit, film das doch und lad das hoch. Ja, habe ich auch so gemacht, habe die Vorteile und die Nachteile dabei gesehen. Die Vorteile sind halt klar, ich habe Videomaterial, was ich mir selber irgendwann mal angucken kann, weil auch ich schaue mir mal nach 2-3 Jahren ein Video an, ey, guck mal, da warst du damals, vor allem, wenn es darum geht, wenn Locations nicht mehr existieren. Ja, ich gehöre ja zu der Gruppe, die wirklich nur, ja, zu 99% in Gebäude reingehen, die wirklich zerfallen sind. Das ist eigentlich der Ursprung, was das Lost Placen betrifft, dass man halt das Verlassene, die Faszination des Zerfalls. Die letzten Jahre hat sich diese Meinung aber irgendwie geteilt, zumindest diese Nische hier auf YouTube, was das Lost Placen betrifft, ja, ist breit gefächert. Da gibt es einmal die wie ich, ja, die sich halt wirklich für dieses Zerfallene interessieren, mit dem Hintergrund der Geschichte dazu, weil das macht ja diesen Ort noch viel interessanter, wenn man dazu auch noch ein Hintergrundwissen hat, was man vielleicht noch den Zuschauern vermitteln kann oder auch später mal anderen erzählen kann. So war das halt, ist es in der Szene bei uns immer so gewesen. Ich habe ja auch so Leute mal getroffen, dann hat man sich unterhalten, ey, warst du mal da und warst du mal da. Grüße an der Stelle gehen raus an Andreas, das ist zum Beispiel so ein richtiges Original. Der ist regelmäßig unterwegs mit seiner Frau auf, ja, überall, Bunkern, Ruinen, alte Häuser, Schwerpunkt Geocache mit Klettern. Ja, also der ist ein erfahrener Kletterer und hat auch seinen Namen. Das wird aber für die Geocache-Szene sein. Aber bei YouTube werdet ihr ihn nie finden, will er auch nicht. Wir wollen auch zusammen losziehen, aber da muss ich dann halt aufpassen, dass er nicht auf die Linse kommt. Ja, er macht das wirklich als richtig reines Hobby. Er will auch mit diesem YouTube-Kram nichts zu tun haben, weil für ihn das dann auch mit dem Kommerz was zu tun hat, denke ich mal. Also das ist so das, was mir jetzt mal so aufgefallen ist, warum ich eigentlich dieses Video auch unter anderem mache. Ja, wie gesagt, ich habe euch gesagt, warum ich das mache. Ja, ich habe mich jetzt auch gar nicht vorbereitet. Ja, also ich quatsche jetzt hier drauf los und das, was mir gerade durch den Kopf haut, haue ich jetzt in die Kamera. Ich habe versucht, auch mit anderen zusammen irgendwie mich auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal loszuziehen. Aber ich sag mal, von 20 Kanälen rein, jetzt Urbex-Kanälen, möchte gern und weiß ich nicht, es gibt ja, wie gesagt, naja, verschiedene Arten davon, ja, versucht, dass man sich vielleicht mal trifft, mal zusammen loszieht. Habe aber doch immer wieder auch einen Rückzieher gemacht, aus mehreren Gründen, weil, ich sag mal, wenn man mich 3-4 Mal versetzt, wegen irgendwelchen Ausreden oder man macht sich einen Termin aus und man steht dann alleine da und hört dann auch nie wieder was von denjenigen oder man hat sich schon längere Zeit was festgelegt und dann auf einmal stellt man fest auf dem Kanal, ey, jetzt sind die auf die Location, wo wir zusammen eigentlich hin wollten, ja, und dann kommen dann so eine blöden Ausreden, ja, der und der hat aber gesagt, der will da jetzt hin, was soll ich machen? Ja, nee sagen, ne? Weil also wenn man sich ein Date ausmacht auf einer Location, dann sollte man sich daran auch halten und nicht mit irgendwelchen Ausreden kommen. Ist egal, bin ich nicht sauer drüber, ja, aber das sind so Sachen, warum, also ich bin eh mehr der Einzelgänger, das haben vielleicht einige von euch schon mitbekommen. Es gibt aber auch Ausnahmen, Leute, mit denen ich mich auf jeden Fall
halte, ja, da kann ich euch auf jeden Fall zwei sagen. Das ist einmal Mr. Dutt, der meldet sich auch mal regelmäßig. Kranicher. Ja, das sind die beiden Kanäle, mit die ich, also Kranicher sowieso schon eine ganze Weile zu tun. Wir haben es bloß leider bis heute noch nicht geschafft, irgendwie, dass wir mal zusammen was machen. Aber die sind vom Charakter her und von der Einstellung her so wie ich. Also die teilen meine Meinung, was das Urbexen betrifft und auch diesen Punkt, was das Misstrauen betrifft, anderen gegenüber. Weil, und jetzt komme ich mich auf diesen Punkt, was mir ganz so aufgefallen ist in der Urbex-Szene hier auf YouTube, ist, wenn man so Kanäle beobachtet, ganz klein anfangen. Ich stelle jetzt mal die Vermutung, Behauptung auf, dass die das zeitgleich angefangen haben, also das Filmen, YouTube, Lost Place, alles zusammen angefangen haben. Versteht, wie ich das meine? Also ich habe ja das früher schon so gemacht und YouTube kam später dazu. Aber ich bin bei meinen Grundprinzipien, was das Lost Place betrifft, dieses Hobby betrifft, geblieben. Bei anderen habe ich das halt festgestellt, die haben angefangen, man hat anfangs gesehen, oh, die interessieren sich für das und dann haben sie halt irgendwie Blut geleckt, was die Klicks betrifft, und das ist mich dieser Punkt, das Klicks betrifft, und schon ging es los, dass dieses Grundprinzip dieses Kanals sich verändert hat. Dann ging es mich los mit Kommerz, ja, dass man irgendwelchen Scheiß mit einbaut. Das werdet ihr bei mir nie erleben. Ich sage mal so, im Vergleich zu den Kanälen, ja, meine Videos sind dann wahrscheinlich langweilig, weil bei mir gibt es keine Action-Szenen, ich inszeniere nichts und meine Thumbnails sind nicht aufgebaut mit vom Wachschutz erwischt, Kameras, Alarm ausgelöst. Wenn ich das lese, kriege ich schon eigentlich das Kotzen. Weil, was hat denn das mit Lost Places zu tun? Ja, das ist für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Okay, da sind Leute jetzt irgendwo drinnen mit dem Wissen, also mit Vorsatz, mit dem Wissen, dass da Kameras sind, Kameras, die funktionieren, dass eine Alarmanlage dort ist, dass der Wachschutz da ist. Leute, das ist kein Lost Place. Ich schimpfe mich ja lieber Urbexer als Lost Placer. Das ist einfach nur, weiß ich nicht, das ist vorsätzlicher Einbruch für mich. Das ist nicht bloß Hausfriedensbruch. Also, ich sag mal, die Leute, die da auf die Fresse kriegen, ja, mit Recht und hoffentlich mit einer fetten Geldstrafe. Ja, also, ich habe mich schon mit vielen Leuten unterhalten auf meinen Touren, die ich unterwegs getroffen habe. Auch wenn ich jetzt, ich war letztens zum Beispiel in einem alten zerfallenen Ringofen. Ist am Dorfrand. Da kamen Leute, die daneben gewohnt haben, auf mich zu und haben sich dann mit mir auch unterhalten und haben dann auch gesagt, dass da manchmal ganz komische Gestalten drauf umherrennen. Ja, also, der war zugänglich. Das ist ein Ding, was zerfallen ist, steht unter Denkmalschutz. Man versucht ja in der Gemeinde irgendwie Geld zu scheffeln, dass man das Ding wieder aufbauen kann und dann für die Öffentlichkeit generell zulässt. Aber die haben dann halt auch so beschrieben und haben auch andere Leute angesprochen und wurden dann teilweise angeflaumt von Leuten. Wo ich dann auch sagen muss, Alter, das, was ich da begangen habe, ist Hausfriedensbruch. Den geht man immer, weil es gibt in Deutschland keine Lost Places. Das habe ich auch schon mal in einigen Videos schon erklärt, haben auch schon andere erklärt. Da könnt ihr bei jetzt Marvin vorbeischauen. Der hat mal mit einem Anwalt so wirklich das mal richtig durchgekaut, dieses Thema. Also formell gesehen gibt es keine Lost Places, weil jedes Grundstück, jedes Haus, alles gehört irgendjemandem. Entweder gehört es irgendeinem Familie, Mann, Frau, oder wenn da keiner mehr ist und keine Erben sind, dann gehört es der Stadt, Land oder sonst was. Aber dieses Thema ist halt, also bei mir wächst immer mehr so dieses, ich verschwinde von YouTube und mache mein Ding so weiter wie vorher. Ja, weil es gibt doch immer wieder Punkte, wo ich mich tierisch aufregen muss. Ich war letztens in einem Bunker, kommt nächstes Jahr ein Video, Holzstapelbunker. Ist einigen von euch vielleicht ein Begriff. Der Bunker ist zum Glück nicht so bekannt. Zumindest der Standort ist nicht so bekannt. Aber ich war da gewesen, dieser Bereich ist eingezäunt mit einem Wildzaun. Ja. Das Geile ist, ich bin da rumgelaufen, hier, schnipp, 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 Zaun aufgeschnitten, da rein. 100 Meter weiter ist eine Tür gewesen. Hängt man aus, hängt man wieder ein. Wildzaun. Also jeder, der mal im Wald unterwegs war und das kennt, diese Maschendrahtzäune, da ist meistens irgendwo entweder eine Tür, die man ganz normal aufmachen kann, oder so eine Leiter, wo man dann über diesen Zaun rüberklettern kann. Ja. Nö, da hat man sich die Mühe gemacht und hat die Scheiße aufgeschnitten. Das ist zum Beispiel auch wieder so, da sage ich immer die schwarzen Schafe zu, das sind die, die scheißen drauf, ja, die machen kaputt, gehen rein. Das muss jetzt kein YouTuber oder sowas gewesen sein, aber einfach die Leute, die keinen Respekt vor dem Besitz anderer haben oder dass man das einfach mal lassen kann, dass man was zerstört. Ja. Oder Schrottdiebe. Hatten wir bei uns zum Beispiel in der Stadt vor einigen Wochen,
Wir haben hier ein leerstehendes Einkaufszentrum, das wird irgendwann abgerissen, da sollen Häuser hin. Kommt man auch rein, ist aber bloß eine leerstehende Halle. Ist für mich nicht wirklich von Interesse gewesen. Ich wollte zwar noch mal gucken, vielleicht ein paar Bilder machen oder so. Da war vor ein paar Wochen einer drin, der wollte Schrott klauen. Ja, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat eine Gasleitung angesägt. Ja, so sieht das jetzt da auch aus. Das Dach ist halb eingestürzt, also das hat Bumm gemacht. Der wurde schwer verletzt. Wo ich das gelesen habe, ihr könnt mich jetzt Scheiße nennen oder so. Selber schuld. Selber ja schuld. Ja, das sind jetzt die, die natürlich mit Lost Places nichts zu tun haben. Das sind die kriminellen Seiten, die halt da reingehen, um irgendwie noch Profit rauszuholen, Schrott klauen oder die Sicherungskästen waren da abgerissen gewesen. Woanders geht man rein, da klaut man dann, naja, Inventar halt raus. Das Problem ist aber, dadurch, dass sich das auf YouTube so breit gefächert hat, was die Lost Placer betrifft, werden wir über einen Kamm geschoren. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, da hat man mir am Kopf geknallt, wo man mich erwischt hat. Wollen Sie hier klauen? Wieder einer, der alle kaputt macht und dann versucht, das richtig zu stellen. Nee, ich bin hier nur, um ein paar Fotos zu machen, ein paar Videoaufnahmen zu machen, weil mich halt das interessiert und die Geschichte dazu. Also ich kann Ihnen meistens auch mal was zu diesen Orten erzählen. Das ist sowas, was mir zum Beispiel bei vielen Kanälen fehlt. Die gehen halt irgendwo rein, in irgendein Haus oder in irgendeine Fabrik. Was ist das? Was ist das? Der andere Punkt, was ich wieder mitgekriegt habe, das ist, diese Kanäle natürlich, die haben auch mehr Aufrufe, aber die haben dann mehr so die junge Generation, die so ein bisschen auf Action steht. Bei mir ist bei mir ist überwiegend, wenn ich reingucke in den Kanalanalysen, die Zuschauer sind bei mir so 30, 50, so 35 bis 45 ist bei mir 75%. Ja, das sind dann die Leute, die sich halt auch für da interessieren. Ich kriege da auch immer wieder Lob. Danke dafür, dass wenn ich Dinge mit einbaue oder was zu den Orten erzähle. Aber bei der Jugend scheint das überwiegend so zu sein, die scheißen drauf. Ich habe es mal gesehen bei Timo Hoffmann, Waldkult. Eigentlich auch ein bekannter Kanal und den finde ich auch ganz cool, weil der bis heute, der macht das schon seit Jahren, hat über 30.000 Abonnenten. Der ist aber so geblieben wie vom Anfang an. Bei ihm hat sich nichts verändert. Ja, er nimmt die Kamera mit. Ja, ist auch wie bei mir ein stiller Begleiter. Das ist dann aber auch die Stimme, die, also man guckt gerne zu. Und er hat auch mal vor einer Weile ein Video hochgeladen, wo er mal einfach alles weggelassen hat. Er hat nicht gequatscht, er hat keine Musik drin gemacht, wer das wollten wollte, weil er in den Kommentaren stand, halt doch mal die Klappe und mach. Das Video fand ich scheiße. Das habe ich auch eingeschrieben. Das war langweilig. Das haben auch fast alle anderen. Da waren so viele Kommentare. Nee, Timo, mach das so weiter. Also, ich werde mich zum Beispiel auch nicht verstellen, nur weil das die ganzen Abonnenten wollen. Ja? Weil ihr seid ja auf meinem Kanal, um das zu sehen, so wie es ist und weil ich so bin, wie ich bin. Ja? Ich bin so, wie ich in den Videos bin, so bin ich auch in Real Life. Ja? Hat man vielleicht auch noch mitbekommen, wo Gabi noch mit bei war mit den Kindern, dass ich halt ab und zu auch mal mecker. Ich bin halt ein Brummelkopf, ja, ich bin ein kleiner Arsch, aber ich denke mal auch, ich bin eigentlich ein ganz lieber Kerl, zumindest kriege ich das immer wieder zu hören. Ja. Tja, jetzt hätte ich mir doch mal Stichpunkte machen sollen, weil wenn ich dann einmal anfange, da ich habe gerade so viele Themen im Kopf, da ich könnte jetzt ein paar Stunden, glaube ich, quatschen, was diesen Punkt betrifft, aufregen. Ich hoffe, ihr konntet mir bisher auch folgen, weil ich schwanke ja manchmal auch mal zwischen Themen hin und her. Die, die schon von Anfang an dabei sind, die wissen, dass das bei mir so ist. Und habe auch das Problem, dass ich beim Reden manchmal vergesse, was ich überhaupt wollte. Das ist eine ganz schlimme Sache bei mir. Kurzzeitiges Gedächtnis, weiß ich nicht, was das ist. Es ist wahrscheinlich einfach zu viel im Kopf, was raus will. Und ja, dann wird halt das eine gelöscht. Und wenn ich jetzt fertig bin, dann fällt mir wahrscheinlich noch so viel ein, dann könnte ich gleich noch einen zweiten Teil machen. Aber nein, wie gesagt, mir ging es jetzt wirklich um diesen Punkt. Und da will ich halt auch nochmal klarstellen, bei mir wird es keine Änderung geben. Ich werde so bleiben, wie ich bin. Ich werde mich nicht irgendwie anpassen. Ich werde hier nicht anfangen, irgendwas zu inszenieren. Ich werde keine irgendwelchen Fluchtszenen einbauen. Kam zwar auch schon mal vor, da bin ich dann aber wirklich abgehauen. Beispiel Kinderheim. Das kam schon das Video. Ja, ich muss ein bisschen überlegen, weil Videos kommen bis Februar. Ja, es kommen ja mittlerweile Mittwoch und Sonntag. Und das letzte Video kommt jetzt im März. Und ich war vor kurzem, vor ein paar Wochen, das war ein Mittwochsvideo ja auch im Kinderheim gewesen, bin ich aber nicht reingegangen. Ja, ich habe es versucht, da war der Zaun offen, bin von hinten rum und bin dann immer wieder gegangen, weil da zwei, drei Leute auf dem Gelände waren. Und da bin ich halt geflohen. Aber
Vorne am Eingang, das habe ich auch gezeigt, waren Kameras. Also das Gebäude sah wirklich lost aus, aber es waren an allen Ecken Kameras angebracht. Ich habe es halt versucht, irgendwie, dass ich ein paar Aufnahmen von außen kriege. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Das Gebäude war über 100 Jahre alt. Das war mal ein Schloss gewesen. Die Kameras waren aber erst ein paar Jahre alt. Das heißt, irgendjemand wird wahrscheinlich dieses Gebäude gekauft haben. Oder die Gemeinde hat so eine Krawatte, weil da jeden Tag, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute oder Gruppen reingehen. Da bin ich auch kein Fan von, wenn da sieben, acht Leute in einem Lost Place reingehen und damit eigentlich noch mehr Schaden anrichten. Das kriegt man ja gar nicht mit. Ja, wenn eine Truppe Leute in sowas reingeht, du machst irgendwas kaputt. Unbewusst. Das kriegst du gar nicht mit. Ja, oder zerlatscht da alles noch mehr. Ja, und da ist halt die Kameras und die haben mich halt abgehalten davon. Ich habe versucht, das kommt bei mir auch immer noch dazu. Ich versuche immer, den aktuellen Besitzer rauszukriegen. Ja, ich sag mal, von 10 Mails kriege ich vielleicht zwei Antworten. Und eine davon ist eine Zusage und die andere ist eine Absage. Oder kam halt auch schon unpassende Nachrichten, wieder mit diesem Punkt Diebstahl, Vandalismus etc. pp. Bei mir werdet ihr es aber nicht erleben, dass ich irgendwo reingehe, wo ich nicht reinkomme. Wie gesagt, es gibt Dinge, die mich aufhalten. Und das ist Alarmanlage, Ketten, die die Türen zuhalten. Also alles, was halt eigentlich zuhält, Kameras. Ja? Und wenn ich dann noch sehe, die Kameras sind an, ja, es gibt ja auch Kameras, das Regierungskrankenhaus zum Beispiel. Ja, das ist ja auch ein Lost Place. Das sind, wenn da überhaupt noch Kameras sind, die sind tot. Ja, früher hast du vorne am Eingang das Stasi-Krankenhaus, das war voll mit Kameras gewesen. Da zum Beispiel waren die Kameras aber aktiv. Da gehe ich nicht rein. Ja, und wenn da einer meint, oh, was ist denn das für ein Weichei? Leute, ich werde doch nicht für euch jetzt vorsätzlich eine Straftat begehen. Ja, also das müsste man ja wohl akzeptieren. Und wer der Meinung ist, der muss sowas machen, ist jetzt eigentlich auch blöd zu sagen, macht das doch. Der Doofe ist halt, diese Leute sind die, die die Ursache dafür sind, dass Leute wie ich genauso, weil wir werden alle in einen Pool geworfen, scheiße sind. Ja? Es gibt viele, die sich dafür interessieren. Ich sag mal, die Urbex-Szene ist wirklich gerade bei YouTube so auseinandergegangen. Es gibt so viele Kanäle. Ja? Da konkurriert man. Ich gehöre nicht dazu. Ich will nicht mit irgendjemandem konkurrieren. Ist mir scheißegal, ob einer für sein Video tausende Aufrufe kriegt und ich bloß 10 Aufrufe. Ich komme da mal mit dem guten Beispiel der ehemals Kalter Krieger. Ja, jetzt heißt er, glaube ich, Cold War, bla 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 bla. Also er hat seinen Kanal neu gestartet. Er hat platt gemacht, hat komplett neu angefangen, weil er das gleiche Problem hatte wie ich. Er hatte auch viele Leichen, Abo-Leichen. Ja, das habe ich auch erst überlegt zu machen. Aber ich hatte ja erst einen Kanal Neustart durch den Angriff damals, den wir hatten. Ja, wenn ihr euch erinnern könnt, wir hatten ja damals einen Hackerangriff und habe da neu angefangen. Und bei ihm ist es auch so. Er macht es Hobby. Er setzt sich fest, diese Location suche ich jetzt auf, da gehe ich rein. Wenn er rausgeht, dann ist das für ihn gelaufen. Ihm geht es nicht um die Klicks, bei ihm merkt man halt, er interessiert, er ist ein Wessi, der sich für vieles im Osten interessiert, aber auch natürlich für das Westen. Aber hat sich halt spezialisiert auf GSSD, Stasi, also Bunker, Militärbauten. Ja? Aber auch er, ich habe seinen Kanal nicht abonniert, guckt trotzdem ab und zu mal rein, weil es ist interessant. Man merkt halt, er macht es, weil ihm das persönlich interessiert. Der scheißt auf Klicks, der scheißt auf. Also, wer halt guckt, der guckt, und so ist es bei mir auch. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut, weil, wie gesagt, ich habe hier noch so viel drin. Mir ging es einfach darum, dass ich zwischendurch doch mal wieder ein Video rausbringe und einfach Luft ablasse. Weil, mit wem soll ich mich drüber unterhalten? Ja, ich kann mich mit denen unterhalten, die ich halt kenne, die zwei, drei, die selber einen Kanal haben. Ach so, bei denen ist noch die Besonderheit: Mr. Dutt und Kranicher. Ja, zum Beispiel, die bringen nicht regelmäßig ein Video raus. Da kommt mal ein Video raus. Man merkt aber auch qualitativ den Unterschied. Also ihr könnt da gerne mal vorbeikommen. Ich verlinke mal beide Kanäle. Die machen ihr Ding. Mr. Dot hat mehrere Hobbys. Kranich hat auch mehrere Hobbys. Und dann kommt zwischendurch mal ein Lost Place Video. Das ist so alle paar Monate oder alle paar Wochen. Aber mit dem Unterschied, die machen das wirklich professionell als Hobby. Die Videos, die lassen sich dann halt Zeit. Bei mir ist es ja so, wirklich, ich nehme die Kamera mit, lass die laufen, schneid's unterwegs schon alles. Also ich mache immer so eine Zwischencuts und zu Hause gucke ich mir einfach nochmal alles an, um zu schauen, ist da was bei, was auf jeden Fall nicht rein darf, was ich rausschneiden muss oder was ich verblenden muss, verpixeln muss. Und das war's. Also bei mir seht ihr halt so, wie ich bin. Ja, und wem es nicht gefällt, der muss sich das ja nicht angucken. Wer jetzt so irgendwas erwartet, dass ich hier irgendwie Action einbaue und nee, nee. Und ich möchte auch mit so einen Leuten nicht
auf Tour gehen, die selber sowas machen. Nichts gegen diese Kanäle, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst es so machen, kann man ja machen, man kann ja auch Spaß daran haben. Aber wie gesagt, für mich ist halt das Problem, wenn ich sehe, dass man Dinge inszeniert, verfälscht, dass das nicht mehr original ist, dass man irgendwas einbauen muss, das ist halt nicht meins. Und ich möchte mit diesen Leuten auch nicht losziehen. Ja. Daher ist bei mir auch so, man kann mich ja per E-Mail kontaktieren. Es kommen auch immer wieder Anfragen bezüglich, wollen wir mal was zusammen machen und so. Das sind dann aber irgendwelche, mit denen habe ich vorher noch nie zu tun gehabt. Ja, und ich habe ganz doll damit zu tun, Menschen zu vertrauen. Das hat was mit Erfahrung zu tun. Ja, habe ich am Anfang schon erwähnt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich möchte diese Leute auch nicht kritisieren. Ich will, falls einer das von euch sieht und sich angesprochen fühlt, das ist nicht böse gemeint. Das ist halt meine Einstellung. Ja, jedem seins. Will damit keinen angreifen. Aber nee. Ich ziehe lieber alleine dann los. Oder mit den Ausnahmen, unter anderem die beiden, die ich ja schon erwähnt habe, weil die gleiche Einstellung haben wie ich. Das war's. Ja, das war's. Deshalb nur bei Bunkern ist es immer ein bisschen blöde. Da bin ich nicht unbedingt gerne alleine. Nicht, weil ich jetzt ein Kellerschisser bin, ja, was ich schon so oft erwähnt habe. Einfach die Gefahr ist so groß. Wenn da was passiert, ja, das kriegt keiner mit. Zum Beispiel der Holzstapelbunker. Ich glaube nicht, dass da jeden Tag einer reingeht. Das hat man auch gesehen, wo wir da hingekommen sind. Da ist keine Lauffährte, nichts. Das Ding ist auch nicht auf der Karte verzeichnet, die alle kennen. Ja, überhaupt nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Ich glaube, wenn mir da was passiert wäre, wer weiß, wie lange ich da gelegen hätte. Gut. Zu essen gab es genug, da lagen mich überall verstreut Bohnensuppe von Jahr, also aber schon Jahre abgelaufen. Naja. Gut, ich werde jetzt meinen Kaffee austrinken. Jetzt bin ich auch ein bisschen wacher als vor 20 Minuten. Ja, das lasse ich auch ungeschnitten, das lade ich so hoch, wie es ist. Ja, und dann werde ich jetzt mal den Hund schnappen und eine Runde Gassi gehen. Ja, Leute, kurz und schmerzlos, was soll ich da jetzt sagen? Ein Like müsst ihr dafür nicht geben. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, haut es gerne in die Kommentare oder schreibt mich persönlich an. Bei mir ist es irgendwie so, mich schreiben die Leute eher an, als dass es in den Kommentaren geht. Finde ich aber auch gut, weil die mich anschreiben, das hat in den Kommentaren mich auch nichts zu suchen. Das sind meistens persönliche Sachen. Also nichts Negatives, im Gegenteil. Ich habe auch schon oft per E-Mail Lob bekommen. Letztens ein neuer Abonnent reingekommen und hat sich wirklich scheinbar, der guckt sich gerade alle Videos an und schreibt da auch Kommentare zu. Finde ich echt toll. Danke an dir, ja. Hamburger irgendwie, ich weiß jetzt den Namen nicht, tut mir leid. Ja, so, ich könnte weiter quatschen, merkt ihr das? Ja, also das ist ja zum Beispiel eigentlich meine Erkennungsmarke, ich bin eine Labertasche. Ja, also ich bin definitiv kein Kanal für Leute, die einfach nur, also wenn einer rumrennt und einfach nur irgendwas zeigt und die Fresse hält. Ist bei mir, ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht. Liegt vielleicht daran, weil ich ein Einzelgänger bin. Ja, mehr oder weniger. Ich habe zwar Bekannte, aber ich halte mich halt. Ich brauche keinen Monster-Freundeskreis. Ich sag mal ein, zwei Leute, die man wirklich Freunde nennen kann. Sowas gibt's. Alles andere also man hat immer nur ein oder zwei wirkliche Freunde, die mit einem durch dick und dünn gehen. Das andere sind auch Freunde. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber ich denke mal, das ist bei mir halt so, weil ich eher so der Mensch ist, nicht ein Einzelgänger. Ist nicht, weil wenn er dann doch mit anderen Leuten zusammenkommt, dann fängt er doch an. Ja, und ich mach's ja gerade auch. So Leute, gut, kurz und schmerzlos, wir sehen uns dann auf dem nächsten Lost Place, würde ich mal sagen, oder wenn was passiert. Haut rein, ciao.